Und tschüss. Na, jetzt kommt das Wasser da runter am Arsch. Nein. Nein. Jetzt kommt es da runter. Jetzt aber. So, jetzt ist hier Ruhe. Dann kann ich auch in Ruhe die Diamanten einpacken. Das wäre natürlich schon mal von Vorteil. Naja, zwei Diamanten kommen harm oder nicht harm. Viel ist es nicht. Ich hätte mir da jetzt auch mehr erhofft. Das war nix. Weg ist er. Oh Gott. Ich höre schon wieder ein Slime. Dann gibt es doch so viele Ecken, wo wir noch nicht waren. Schauen wir hier mal nach. Nein, das wollte ich nicht. So. Oh je, oh je, oh je. Dann Skelett. Tschüss. Da oben ist nochmal Jolt. Da ist nochmal Jolt. Da ist eine Spinne. Spinnen haben wir eigentlich kaum noch gesehen. Am Anfang mal ein paar und das war's. Mist. Drüber ist noch mehr Gold. Machen wir es so. Fällt nicht auf. Fast gar nicht. So. Gold nehmen wir immer mit. Gold ist gut. Ich habe schon 5000 Mal jetzt gesagt, so Gold. Gold, geil, Gold, ja, Gold, Gold. Inventar ist voll. Was lassen wir hier? Gehirn. Das Gehirn lassen wir hier. Vor allem, wenn man hier so reinguckt, das sieht so vielversprechend aus. Da gibt es einmal alles. Dann bist du da und dann haben sie nichts. Nix haben sie, nichts. Hier gehe ich nicht mehr einkaufen. Nein, das waren keine Diamanten. Kann nicht sein, dass wir hier schon fast alles abgegrast haben. Lapis. Lazuli. Nehmen wir mit. Natürlich. Schon wieder Inventar voll. Mann. Pflastersteine können wir mal hier lassen. Das war auf jeden Fall sehr ergiebig. Mit unserer kleinen Reise hier. Redstone. Inventar voll. Mann. Was lassen wir jetzt hier? Stein. Warum haben wir Steine im Inventar? Vom Creeper? Also normale Steine, meine ich. Das ist alles sehr mysteriös. Was mache ich denn hier? Ich bin doch bescheuert. Da hier ein Eimer bei. Wir müssen uns doch gar nicht drum herum buddeln. Ich bin hier nicht richtig. Furzkopf. Ich denke, er kann mich einmal hart von hinten nehmen, aber nicht mit mir. Nicht mit Opi. So, da war auf jeden Fall irgendwo ein Skelett noch. Wenn wir gleich sehen, merken wir, weil wir einen Pfeil im Kopf haben. Oh. Oh. Schön. Was ist denn hier los? Danke. War es das? Kann ich jetzt hochkommen? Meinen Kopf nach draußen stecken? So. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht, aber es ist nicht die richtige Höhe für Diamanten. Aber für Kohle. Kohle. Oh, und hier kommen wir wieder runter. Das sieht doch gut aus. So. Und dann einmal. Oh, da kommt schon ein Creeper angeschlichen. Aha. Nüscht können sie. Ich muss sagen, ich fühle mich auch ein bisschen mächtig gerade mit dem Diamantschwert. Mit dieser Rüstung, die schon ordentlich was mitgemacht hat.
Mann, ich schieße so wie so eine Mutti. Wo ist denn der Slime? Slimer. Der muss ja irgendwo oben sein. Aber ist egal, wir brauchen jetzt keine Slimes. Wegen Slime sind wir nicht hergekommen. Da sind noch mehr Diamanten, sehe ich gerade. Sehr schön. Also einer. Ein Diamant. Naja, komm, haben oder nicht haben. So. Und schwupp, ist es wieder dunkel. Und wir sind fast Level 30. Na, sehr schön. Wir haben auf jeden Fall einiges mitgenommen hier. Waren wir hier schon mal? Also hier sind auf jeden Fall Fackeln. Klar waren wir hier schon mal. Na, lieber Creeper, das war wohl ein Satz mit X. Ja komm, es reicht aber auch, wir hauen jetzt ab. Schauen wir mal, wohin uns unsere Reise führt. Skelett und Creeper. So. Nehmen wir mal den Bogen nochmal. Und reparieren damit diesen Bogen. Zack, haben wir noch einen neuen Bogen. Wenn ich jetzt nochmal Bogen sage, dann kriege ich hier die Krise. So, jetzt brauchen wir neue Fackeln. Nicht ganz so viele machen, sonst ist unser Inventar voll. So. Gott, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Komm, den Gang hier können wir mal noch lang gehen. Wo kommen wir denn da hin? Was ist denn das? Ach, da geht's weiter. Und hier geht's wieder nach oben. Okay. Es wäre natürlich super, wenn hier irgendwo ein Ausgang dann wäre. Ich glaube aber schon gar nicht wirklich dran. Das ist auf Sackgasse. Oh nee, ey. Der übelste Weg, ja, für so eine Sackgasse. Na, ist ja ein Traum. Ich kann so nicht arbeiten. Fledermäuse gibt es hier überall. Aber nicht, wenn ich sie alle ausräuchere. Da ist nochmal Gold. Eins. Ein Gold. Aber ansonsten ist hier nichts weiter, ne? Ja, ne, hier ist so nichts. Okay, dann geht's da weiter. Auf der Sackgasse. Ich liebe diese Gegenden, wo eine Sackgasse nach der nächsten kommt. Eine nach der anderen. Und dann geht's ja hier. Da ist es noch dunkel. Zumindest stellenweise. Da vorne kommen wir dann wieder an eine Ecke, wo wir bereits waren. Ich glaube, wir werden hier nie wieder rauskommen. Ist noch ein Creeper. Ich bin ein Zombie. Ich kann nicht sprechen. Ich kann nur machen. Ach ja, und alles ist sehr mysteriös. Wenn ihr mich fragt. Da ist nochmal Jolt. Und da oben geht's weiter. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier das Gold. Mini-Zombie.
Und großer Zombie. So. Und noch mehr Gold. Und da geht's weiter. Wie ist es gewesen? Er hat keine Lust mehr gehabt, oder was? Die epische Musik wird uns hier unseren Weg bahnen. In Richtung Freiheit. Free Willy und so. Nur, dass wir jetzt Willy sind. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Oder die Filme. Waren ja mehrere. Das sieht hier vielversprechend aus. Oh je. Ich will doch nur wieder nach Hause. Okay. Sackgasse, geil. Komm, wir machen jetzt hier. Hauen wir uns mal noch ein paar Äpfel rein. Töten den Zombie. Hallo? Die Zombies. Oh, wir sind Level 30. Sehr schön. Da oben geht's noch weiter. Noch weiter. Da waren wir ja auch noch nicht. Weil es dunkel. Und dann kommt da wieder Licht. Das heißt, hier ist Lava. Oh Gott. Lava mal keine Scheiße hier. Es artet jetzt hier nicht aus. Na, Glück gehabt. So, mal ein bisschen Platz schaffen hier. Damit wir auch mal ein bisschen was sehen. So. Geht es dann weiter und dann hieß hier die. Nee, ist glaube ich nicht die Quelle. Doch, da ist die Quelle. Zack. Weg ist sie. Problem ist, das bringt uns irgendwie null weiter. Hier ist nichts weiter. Verdammt. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Töten noch Azelpeng hier und dann. Ja, so viel Kampf von da oben sind denn da. Oh Gott, ey. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich komplett den Überblick verloren habe. Guck mal, hier geht's noch lang. Aber dann landen wir auch wieder da oben, da ist es ja dann auch beleuchtet. Das heißt, dass wir da auch schon waren. Genau. Hier oben geht's nochmal weiter. Das sieht mir alles immer zu sehr nach Sackgasse aus. Das ist auch eine. Also nicht direkt. Hier geht's ja weiter, aber hier waren wir halt auch schon. Na los, lass mich durch hier. Was ganz schön ist, ich weiß gar nicht, was das Lied jetzt gerade in der Höhlenplay das macht, aber es ist irgendwie ein bisschen entspannt. Ah. Obwohl es ein bisschen was Mystisches hat. Ey, wisst ihr, wie das läuft? Wenn wir hier nicht rausfinden, dann graben wir uns nach oben. Man muss ja hier nicht ewig immer in der Höhle rumgucken. Noch haben wir zu essen, noch haben wir Werkzeuge und Waffen und sind noch nicht ganz am Ende. Unsere Rüstung löst sich irgendwann auf. Spätestens wenn die weg ist, dann werden wir uns hier aus dem Staub machen. Weil wir brauchen die Rüstung. Da kommt sonst ein Creeper, zack, tot, bam. Und das muss ja nicht unbedingt sein.
Oh Gott. Okay, jetzt laufe ich wieder hier unten hin, aber hier war ja nichts. Ja, hier war die Sackgasse. Hm. Ich bin verwirrt. Hm. Nein. Gucken wir mal hier. Guck mal, hier geht es auf jeden Fall wieder hoch. Ich sage auch ganz schön oft auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall. Ah. Der kommt uns hinterher. Kann ich mal so dumm, das Vieh. So. Sie ist ausgecreepert. Wann sind wir hier schon mal gewesen? Haben wir uns hier lang gebuddelt? Da oben ist Sand. What the fuck? Das muss ich jetzt mal überprüfen. Baue ich mich mal hier hoch? Ah, Sandstein. Hier geht's nach draußen. Das ist ja cool. Da ist unser Turm. Da ist unser Turm, das ist ja cool. Sind wir ja schon wieder fast zu Hause. Uiuiuiui. Da sind noch Zombies. Wie es scheint, wird es gerade hell. Na, perfekt. Oh, da war noch einer. Der ist gar nicht gesehen. So grün getarnt. Tarnzombie. So. Also auf jeden Fall haben wir die Höhlentour schon mal halbwegs gut überstanden. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Das ist was Gutes. Dann können wir jetzt gemütlich nach Hause. Ja, rennen. Und, so. Nein, ich wollte da nicht runter. Ja. Jetzt braucht die Musik auch nicht mehr dramatisch werden. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich habe ja die ganze Zeit von der Musik kaum was gehört, aber ich hoffe mal, es wird dann in der Aufnahme ein bisschen anders sein. Sonst möchte ich da mal ein bisschen rumjustieren. Dass ihr halt auch so ein bisschen was hört. Ich hoffe bloß, dass sie dann nicht wieder zu laut wird oder zu leise oder beides. Komisch, hier sind trotzdem Viecher drin. Drei Spinnen, ist klar. Hm. Alles sehr mysteriös. So. Weg mit den Diamanten. Jetzt haben wir 11 Diamanten, das ist ja schon mal gut. Slimebälle. Lapis. Eisen. Redstone. Redstone. Noch mehr Redstone. Also haben wir auf jeden Fall. Muss ich mal ein bisschen umschauen hier. Nicht wundern, ihr wisst ja warum. Das Spinnauge. Na wow. Den Bogen können wir hier lassen. Das Schwarzpulver, die Fäden. Noch mehr Lapis. Wir haben auf jeden Fall gut was mit nach Hause gebracht. Und der Rest kommt ja alles in den Ofen. Obwohl wir, glaube ich, nicht unbedingt viel Kohle bei haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hauen wir hier das Gold rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hauen wir hier das Eisen rein. Ein zu viel. So. Machen wir hier noch mehr Gold rein. Machen wir hier die Kohle rein. Machen wir hier Pflasterstein rein. Und dann können wir hier auch nochmal Pflasterstein reinhauen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall gut was zu tun. Und 30 Level, da müssten wir eigentlich endlich mal unser Verzauberungs-Area hier. Quatsch, Steine haben wir ja schon, unser Lager. Müssten wir auf jeden Fall unser Verzauberungs-Area hier fertigstellen. So, Holz machen wir hier rein.
kann hier... Ja, was kann hier rein? Komm, wir hauen die Pfeile mal da rein. Wobei wir jetzt einen Bogen haben, dann behalten wir die mal noch. Steine kommen in die Steinkiste. Steinkiste, habe ich gesagt. Hier. So. Der Eimer kommt dann auch in unsere Ausrüstungskiste. Hier. Erstmal. Den Rest haben wir denn eigentlich. Das ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine sehr gute Tour. Hat sich gelohnt. Wir haben auf jeden Fall weniger verbraucht, als ich zuerst dachte. Ja, ist auf jeden Fall gut gegangen. Das kann man schon mal machen. Brauchen wir nur noch ein paar Bücher, ein bisschen Zuckerrohr. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder Leder farmen. Aber alles halb so wild. Hör mal. So, ja, okay, dann gehen wir hier wieder in unseren Safe Room, würde ich sagen. Hier so. Rein. Stellen uns in die Ecke und dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen.